So, da sind wir wieder. Anscheinend ist diese Ebene ein riesiges Spinnennest. Ich dachte, das wäre nur ein vereinzeltes gewesen hier am Anfang, aber wir treffen echt überall auf Spinnen. Und hier hinter höre ich schon wieder was trippeln. Ja, genau du. Okay, wir versuchen jetzt die Spinne umzubringen und suchen weiter nach einem blauen Kristall. Also ich habe hier die Hoffnung, dass wir irgendwie hier schnell rumkommen, dann die Fallgruben deaktivieren können und so zurück zum blauen Kristall können oder irgendwo hier noch einer ist. Weil wenn nicht, müssen wir darum laufen, bis wir zum blauen Kristall kommen. Und das ist mir dann doch ein bisschen zu viel. Also, du musst jetzt sterben. Ohne dass wir sterben. Das wäre ganz toll. Und ich sollte mich nicht in eine Ecke buxieren lassen. Ich sollte auch nicht so viele Giftwolken schmeißen und dadurch blockiere ich mir selbst den Weg. Ja, das lief doch mal gut. So sollte es immer laufen. Vielleicht sollte ich mir einfach im Hinterkopf immer so eine kleine Karte zeichnen, dass ich weiß, wo ich rückwärts langlaufen kann, während ich zauber. Oh, Lederhandschuhe. Wer kann die gebrauchen? Er kann die gebrauchen. So, wir wollen uns ungefähr nach Westen orientieren. Damit wir da hinkommen. Geschlossene Tür kann erstmal geschlossen bleiben. Fackel wird eingesackt. Und ich höre noch lautere Spinnengetrippel. Hä? Was soll die Tür bringen? Na gut, die lassen wir erstmal offen, falls wir irgendwann fliehen müssen. Dafür könnte man sie vielleicht gebrauchen. Spinneneier, da sind Spinnen auch nicht fern. Und vor genau dir könnten wir eventuell fliehen müssen. Ja, wir gehen jetzt Richtung Tür. Zack. Schade, dass wir kein richtiges Gift haben. Aber dass wir Gegner vergiften können. Die Giftwolke macht einfach nur Schaden. Als wenn es eher eine Säurewolke wäre, statt einer Giftwolke. So, und jetzt gehen wir hier rum. Ja, schön, schön. Jetzt machen wir die Tür wieder auf. Und wiederholen das Ganze. Dumm, dumm, dumm. Ja, da ist noch eine. Komm, willst du nicht unsere schöne Giftwolke laufen? Komm, but, 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 but. Die Eier will ich jetzt nicht kaputt machen, weil so muss sie schön im Kreis laufen. Ah, unser Mana wird langsam knapp. Ja, für eine Giftwolke reicht das schon mal nicht mehr. Hallo? Oh. Na, wir können einfach jetzt im Kreis hier immer rumlaufen. So lange, bis das Mana ausgeht. Und die Fackeln. So, und die Tür ist für noch eine Sache gut. Wir können einfach hier die Tür zumachen. Mit dem Rücken zur Tür schlafen. Und wenn wir hier angegriffen werden, laufen wir einfach rückwärts. Also machen wir die Tür auf, laufen rückwärts hier durch. Und machen die Tür gleich hinter uns wieder zu. Das heißt, wir sind nicht wirklich in eine Ecke gedrängt. Haben aber nur einen Block vor uns, wo uns was angreifen könnte. So, schlafen. Oh, dabei fällt mir ein, er ist jetzt ja schon eine ganze Weile tot. Vielleicht verpasst er dadurch Erfahrungspunkte. Das könnte natürlich auch sein. Ha. Nächste Frage ist, ob die Erfahrungspunkte auf alle aufgeteilt werden, die noch leben, oder ob jeder die einzeln bekommt. Weil sonst könnte man einfach einen Charakter, also eine Vierergruppe machen, drei Charaktere sterben lassen und das ganze Spiel mit einem Charakter durchspielen, der tierisch viel Erfahrungspunkte bekommt. Ja, also sobald das Let's Play durch ist, wenn es denn irgendwann durch ist, probiere ich damit mal ein bisschen rum. So, hier ist keine Spinne mehr. Ah, doch, da. Komm her. C.
10 Schaden, 7 Schaden, 8 Schaden. Also 25 Schaden hat er bekommen, während er in der Wolke war. Ja, ist ungefähr so viel, wie er mit seinem Feuerball macht. So, wir würden jetzt aber wirklich gerne mal zu dem blauen Kristall, der da hinten irgendwo hoffentlich ist. Oh, was haben wir denn hier? Ein Rundschild. Und das Rundschild macht Ausweichen 7. Das Legionärschild macht Ausweichen 5. Das wird doch gleich mal getauscht. Und ja, hier geht es wohl in die Richtung, aber hier sind jede Menge Spinnen, die werden wir nicht schaffen. Also heißt es wirklich ganz zurücklaufen. Oder gucken wir mal kurz hier lang. Ah, noch mehr Spinnen. Oh. Ja, das ganze Level. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Flucht. Flucht. Oh oh. Nicht gut. Gar nicht gut. Ja, gut, dass wir gespeichert haben. Also, entweder habe ich mich gerade tierisch verlaufen oder die Spinnen sind wieder gespawnt. Das heißt, wir laufen jetzt erstmal zurück zu dem blauen Kristall, damit er lebt. Also, den Speicherpunkt, den ich jetzt geladen habe, war halt der Punkt, wo ich mich entschieden habe, komm, wir laufen nicht zurück zum blauen Kristall, sondern wir gucken mal weiter, ob da nicht irgendwo weiter vorne auch einer ist. Was sich ja als Fehler erwiesen hat, wie wir gerade gemerkt haben. Das heißt, wir laufen jetzt zurück, beleben ihn wieder und gehen dann Schritt für Schritt alles durch. Wobei wir die Spinneneier alle töten, also zerstören. Denn es wäre zwar schön, eine unendliche Erfahrungspunktequelle zu haben, aber da wären mir andere Gegnertypen doch ein wenig lieber, denn die Spinnen vergiften ja. Und wir haben nur noch 2 Nesseln, um Gegengifte herzustellen. Das muss nicht unbedingt sein. So. Zack. 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 Ja, nicht so ungeduldig sein, geh rüber. Zack. Und durch. Oder auch nicht. Was ist denn da los? Also wir gehen in die Mitte, gehen nach rechts, legen drauf und gehen durch. Also. So, jetzt müssen wir wieder links rum, weil rechts rum der Einsturz ist. Und nach oben rechts müssen wir. Das heißt, hier rechts rein, da links rum. Und jetzt nochmal das Ganze. Ich höre Spinnen, aber ich sehe keine Eier. Hier waren die Handschuhe, die kann er gleich anziehen. Ich höre noch mehr Spinnen. Und hier war die komische Tür, richtig? Richtig. Das heißt, hier kommen gleich die ersten Spinnen wieder. Ah, genau du. Wo kommst du denn her? Wir wurden von den Spinnen übertölpelt. Die Tür hätte ich mal früher zumachen sollen. Komm, 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 komm. Du musst sterben. Oh, 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 oh. Das kann doch nicht angehen. Also wir wurden gerade von 2 Spinnen verarscht. Nochmal das Ganze. Neuer Plan. Wir laufen jetzt zurück. Ich laufe gerade zurück, oder? Ja, wir laufen jetzt zurück zum blauen Kristall. Beleben unseren Dieb wieder. Dann gehen wir wieder in den Bereich, wo wir eben gerade waren. Aber diesmal öffnen wir die Tür nicht. Denn anscheinend können nicht nur wir die Spinnen austricksen, sondern wenn das mehrere Spinnen sind, tricksen die uns auch aus. Hier bin ich falsch. Da bin ich richtig. Also es kann natürlich auch Zufall gewesen sein. Aber wenn nicht, wäre das richtig cool. Dass die Spinnen so eine KI haben, um die Gegner einzuzingeln.
So, blauer Kristall. Zack. Sind wir da nicht schon mal runtergesprungen? Hm. Komm, springen wir kurz runter. Ein Lindenschutz. Kann ich jetzt nicht wirklich sagen, ob wir hier schon mal waren oder ob wir es einfach nur liegen haben lassen, weil es doof ist. So wie jetzt. Aber gut, das hätten wir auch geklärt. Der Kristall ist leider noch nicht aufgeladen. Aber dann schlafen wir halt mal kurz. So. Und jetzt auf zu den Spinnen des Todes. Ja, ich dachte ja am Anfang, die Legionäre wären nervig. Weil sie so viel ausgehalten haben. Aber die Spinnen sind jetzt noch wesentlich nerviger. Die machen genauso viel Schaden, vergiften dazu nur noch und treten wesentlich häufiger auf als die Legionäre. Ach. Muss man wirklich gut timen, sonst wird entweder der Stein wegteleportiert, das Gitter geht zu oder man selbst wird wegteleportiert. Na also. So, wir müssen darum, darum, hier rum und was war da? Egal, wir müssen nach Norden. Hier lang und dahin. Und jetzt speichere ich nochmal ab, damit wir das Ganze nicht gleich nochmal machen müssen. Also LP016. So, Zauber vorbereiten, Zauber vorbereiten. Und vielleicht sollten wir doch ein bisschen... Ah! Hinterhältiges, kleines, doofes Ding. Ich wollte gerade sagen, vielleicht sollten wir doch mit Fernkampfwaffen arbeiten, aber... weiß nicht. Am Ende kriegst du nur noch einen Schaden durch das Gift. Na gut, Tür auf. So, eine Spinne tot, schlafen. Obwohl, wenn wir wirklich immer nur eine Spinne töten und zurückziehen, eine Spinne töten, zurückziehen, dann könnten wir ein Problem haben, weil da sind wesentlich mehr Eier, wo Spinnen spawnen können. Aber na gut, machen wir erstmal sein Level up. Das ist unser Dieb. Der soll eigentlich möglichst schnell Dodge auf 17 bekommen, damit er die Rüstung tragen kann. Das heißt, 4 Punkte wären wir bei 12. Nochmal 4 Punkte wären wir bei 16. Ja, das ist doof. Na gut, hilft nichts. Oh, und der hat jetzt Stealth bekommen. Also Verstohlenheit. Verdoppelt den Ausweichenbonus von ausgerüsteten Umhängen. Hat einen Umhang. Ja, gucken wir mal. Evasion 32. Evasion 28. Ja, funktioniert. Wo kommst du denn her? Also jetzt hoffentlich nicht die Spinne, die wir gerade getötet haben, die schon wieder respawned ist. Das wäre übel. Da kommt noch eine. Ja, wir werden hier sehr viel zu tun haben. Und er ist gleich tot, das ist nicht gut. Also schlafen. Gut, dass das Gift nicht stärker ist, sonst würden wir gar nicht gegen anheilen können mit dem Schlafen. Doof ist allerdings, dass es gar nicht ausläuft. Jedenfalls nicht in einer Zeitspanne, die wir gut überbrücken können. Weil ich meine jetzt, wie viele Stunden haben wir jetzt schon geschlafen? 6, 8? Oh, scheint... Ah ne, jetzt hat er zwei Statusdinger gleichzeitig. Er ist hungrig und ist vergiftet. Also erstmal eine Marder am Stock. Du kriegst auch was zu essen. Klicknack hat keinen Hunger. Ja, verständlich, weil er ist die ganze Zeit am Feuerbälle schmeißen und er macht nur ab und an mal eine Giftwolke. Da ist es klar, dass Chickner zuerst Hunger bekommt. So. Du Spinne willst jetzt sterben. Du weißt es nur noch nicht. So.
Hey, das Gift ist weg. War das jetzt Zufall oder war das durch das Essen? Na gut. Nochmal schlafen. Also wir haben jetzt hier schon 3 Spinnen getötet. Nur mal so fürs Protokoll, um zu gucken, ob die jetzt respawnen oder ob das Zufall ist oder was auch immer. Obwohl, erstmal überspeichern wir den Speicherstand nochmal und machen kurz einen Cut. Und dann sehen wir uns gleich wieder.